Dann habe ich es mit reingenommen vor letztes Jahr Weihnachten, weil wir haben einen Kunden gehabt, ein total netter, auch sympathisch, ich habe mir furchtbar leid getan. Der hat sich am Becken voll abgeschossen, sage ich mal, mehr oder weniger, hat neu aufgebaut und so. Und nach Telefonieren, hat auch die Fauna mit Marien-Methode gemacht. Also ich sage jetzt nicht den Namen von der Methode, sonst ist die Pointe weg. Und hat dann bei ATI angerufen, im Sterben die Korallen und so. ATI hat ihn dann an mich verwiesen. Ich habe dann mit ihm telefoniert, habe erstmal so ein bisschen Bestandsaufnahme gemacht. Was ist denn los in deinem Becken? Hatte kurioserweise schon viel zu früh Fische drin. Die hatten aber keine Probleme, die Fische. Aber bei dem konnte man wirklich die Acropora abschälen von unten, die Haut abschälen. Und da waren natürlich so tolle Korallen bei. Ich bin kein Fan von diesen neuen Namen, aber da war eine Acropora Pikachu dabei und ein paar andere Sachen. War für ihn mega ärgerlich. Die Regierung im Hintergrund war auch schon am toben. Ne? Oh Gott, und ja. Klar, und dann neu eingerichtet mit Epomif war natürlich nicht so toll. Ne? Und ich habe den dann erstmal runtergeholt, versucht sachlich zu sein. Und war jetzt auch nicht böse von ihm, aber war schon angekratzt. Kann ich auch verstehen. Ne? Verluste sind immer hart. Aber dann hat sich halt rausgestellt, er hat dann Zeolith in seinem System. Okay. Also Fauna Marine ist eine super Firma, also die werden auch wissen, was sie da tun. Mhm. Ne, da gibt es ja auch ein Zeolith-System. Okay, das Zeolith setzt man aber noch meistens auf die Methode mit oben on top. Genau, drauf, die Methode macht er ja, wollte ich gerade sagen. Also ja. Balling Light mit Zeolith oder Balling so. Balling Light ist ja das Grundversorgungssystem und ist da noch hingegangen und hat dann genau, hat dann aber zusätzlich Zeolith eingesetzt. Mhm. Und jetzt muss man natürlich wissen, also wir haben dann im Vorfeld gemacht, also er hat mir dann gesagt, ja, dann hat er mir mit dem, ich sage, wie Zeolith? Ja, wieso? Ja, ich hatte mit Fauna Marine gesprochen, ja, ich sage, Moment, Fauna Marine ist nicht Epo-Rief, ne? Also ist ja nicht, ne? Also, also Fauna Marine, also Zeolith ist, würde ich einsetzen, um, also es holt mit Sicherheit auch Spurenelemente raus, Kalium weiß ich definitiv, andere Sachen auch. Und was es auch noch rausholt, auf jeden Fall sind die Vorstufen von Nitrat, also bevor überhaupt was auf, Stickstoff, also Ammonium, Ammoniak, Ammonium in dem Fall, wir wollen ja kein Ammoniak haben. Und der hatte dann, habe ich ihm eine ICP zugesendet, also beziehungsweise ich habe ihm keine zugesendet, war kurz vor Weihnachten, ich sage, gib irgendeinen Urinbecher, schick den hin, ich rufe den Ben von ATI an, der soll dir auf jeden Fall bitte noch die Analyse machen, weil ich war auch ein bisschen verunsichert. Und dann kam halt die Analyse und N, also bei N, also sprich Nitrat, war NN nicht nachweisbar und PO4 war NN nicht nachweisbar. So, und also erstmal hat er sich am Anfang nicht getraut, mehr N und P reinzugeben. Also er hat praktisch die Korallen praktisch in absolute Nährstoff, wenn man sagen will, limitiertes Wasser gegeben. Und dann hat er gesagt, ja, das müssen Sie doch da drauf schreiben, war so ein bisschen am Lachen dabei. Ne? Ja, ist dann, nee, eigentlich nicht, weil das gehört ja zum Einmaleins dazu. Das weiß man schon, wenn ich ein nährstoffarmes Becken ist, dass ich dann jetzt nicht irgendwie ein Zeolith noch einsetze. Und Ozon, und UV, und Kohle, und Rollermat, und einen überdimensionierten Schäumer. Und mache jede Woche 30%. Sorry, Leute, ich meine, irgendwo muss das Zeug ja erstmal reinkommen. Es muss sich was ansammeln, erstmal was aufbauen. Also da sind wir wieder bei dem Thema, erstmal die Lebensbedingungen für die Korallen so schaffen. Ich meine, ich habe eben Jörg Kokott genannt. Bleib mal beim Jörg Kokott. Der Jörg hat sich schon vor Jahren, lange bevor es Epo-Rief gab, hat der sich einen Kopf darüber gemacht, weil der Trend immer weiter von dem Lebensstein wegging zur Keramik und anderen Sachen, wie man denn eine Biodiversität oder ein Grundversorgungssystem mit Organik und Spuren und alles, wie man es überhaupt darbieten kann. Ja. Und das ist ja nicht neu, also das Rad ist da nicht neu erfunden worden jetzt von uns, dass wir sagen, ja, nur unser Zeug muss jetzt N und P haben, das ist ja uralt, die Geschichte. Und es gibt ja mittlerweile mehr nährstoffarme Becken wie nährstoffüberschüssige Becken. Das ist auch ein Trend der letzten 20 Jahre. Wir haben ja früher nicht viel gehabt. Also ja, das liegt aber auch daran, dass die meisten dann halt, ich sag mal, entweder mit Epo-Rief oder mit Keramik oder mit toten Gesteinen starten. Auch, ne? Ganz klar. Aber es ist doch das Bewusstsein, man hat nicht mehr solche Klodeckel in seinem Aquarium schwimmen als Doktoren oder so. Das heißt, das Bewusstsein der Aquarianer, die Becken sind kleiner geworden, die Technik ist besser geworden, also effektiver. Der Rollermat alleine, ne? Wir haben ganz viele Kunden, die einen Rollermat bei uns gekauft haben, weil die sind die Werte massiv im Keller gegangen. Weil ja, die Schwebeteile, die ich da ja habe, die stehen ja dem System nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, die gehen nicht mehr in den Stoffwechselumsatz für Bakterium oder andere Sachen. Also es muss nicht Nitrat sein oder Phosphat, aber spielt alles eine große Rolle in so einem System. Mhm. Und da muss man natürlich sagen, okay, und vor allem bei der ganzen Aktion immer schön ruhig bleiben. Na, also ich sehe das immer toll, ob ich jetzt Toms Korallen sehe oder andere Leute, die Top-Becken haben, die zeigen. Ich habe einen Korallenzüchter, einen Befreundeten, der Manfred Trussheim, mit einem riesen über 3000 Liter SPS-Becken, ist auch bekannt durch YouTube-Videos und so. Ich meine, der Mann macht, das Becken steht seit 16 Jahren. Und er hat immer noch kleine Hürden zu nehmen, weil er mal irgendwas geändert hat, eine Kleinigkeit. Ja, das ist ein jedes. Also man muss sich einmal vorstellen, diese Riffe, die wir da sehen, diese Traumriffe mit den Top-Korallen, die brauchen in der Regel 6 bis 12 Monate, bis sie so aussehen vom Korallenbewuchs. Dann sind sie aber immer noch nicht so stabil.
Weil es kommen doch wieder mal eine neue Koralle rein oder ein Fisch rein wird ausgegangen. Also wir haben immer sowieso mal getauscht oder ne? Also ja. das nur nebenbei. Ne? Aber das ist manchmal so die Erwartungshaltung. Wir haben auch nirgendwo im Karton stehen, mach das Epo-Riff rein, mach 5 Korallen rein und morgen hast du das beste Riff in Deutschland. Also es braucht einfach eine gewisse Entwicklung. Der Kunde muss sich, der Käufer muss sich auch damit mehr oder weniger auseinandersetzen. Wie viel Nährstoff braucht denn jetzt mein Aquarium? Mhm. Ne? So. Jetzt sind wir eben beim nächsten. Wasserwechsel, ja, würde ich, genau wie Kohle, würde ich schon machen am Anfang. Jetzt keine 20-30%. Nee, aber das ist regelmäßiger Wasserwechsel. Kleine Wasserwechsel bin ich bei mir jetzt auch mit dem großen Becken positiv. Genau. Ist es umgeschlagen, ja. Sage ich jetzt mal. Wobei, ich fahre ja jetzt die Essentials Plus. Und ja. Wenn das Becken jetzt, ich sag jetzt mal, vernünftig eingelaufen ist und dann, ich sag mal, stabil ist, dann kann man das mit den Wasserwechseln dann auch ein bisschen runterfahren. Sieht man dann ja aber im Endeffekt dann auch an der ICP. Richtig, genau. So, und das war dann Wasserwechsel, ganz klar, ne? Also gehört dazu. Und ich glaube, dann haben wir hier so die groben Punkte, die wir hier aufgeschrieben, alle weg. Zeolith ist drauf, Wasserwechsel haben wir auch. Ja. Telefonnummer steht auch drauf, wenn Fragen sind. Ist meine Hotline-Nummer, da bin ich auch immer am Telefon. So, und rufen Sie ruhig an, da werden Sie geholfen. Und ja, so ungefähr, Hotline, genau, ja. Wenn Fragen sind, also es gibt keine dummen Fragen, also ich nehme gerne jedes Telefonat an, wenn die Leute Fragen zum Epo-Riff haben, wir wollen einen guten Support bieten, das machen wir, glaube ich, auch ganz ordentlich. Also, dann habe ich unten nochmal einen Satz runtergeschrieben, also wichtig ist, ich muss das Wissen haben, Epo-Riff setzt weder N noch P frei. Und ich brauche, um Korallen einsetzen zu können, N und P. Wenn man jetzt mal im Vorfeld die Einfahrt, haben wir ja eben gesagt, ich will keinem vordiktieren, wie das Becken einzufahren hat, aber normalerweise, also es gibt nicht den Weg, aber die Leute, die hingegangen sind, haben ihr System hochgefahren, also Technik lief alles einwandfrei, ich musste nicht nochmal dreimal die Lampe austauschen oder die Pumpe in den ersten Woche oder zweimal, das war alles okay. Die haben dann eben gesagt, ein bisschen Kohle im Filterraum, im Filter. Meistens haben die Leute heute so einen Medien-Multireaktor, Medien-Filter. Ja, ist auch das Effektivste eigentlich. Genau. Ne? Wo man auch später eventuell mal einen Phosphatabsorber reintun kann oder andere Sachen. Auf jeden Fall da ein bisschen Kohle rein und dann, sage ich mal, lasse ich das Ding einfach 1-2 Tage laufen, beobachte, dass Backwaren auch alle Rohrungen dicht sind, damit ich nicht nochmal alles unterbrechen muss. Und dann kann man eigentlich schon anfangen, wenn man weiß, beispielsweise, ich habe jetzt dieses Wochenende fahre ich das Becken hoch, dann weiß ich eigentlich schon, ich bin ja auch heiß drauf, das Wochenende darauf hole ich mir die ersten Korallen. Oder habe ein kleines Becken nebenan oder wie auch immer, ich habe mein altes Becken daneben stehen. Dann würde ich nach 2, 3, 4 Tagen die Korallen reintun, die ersten. Das sollte dann vielleicht nicht die empfindlichste Acropora sein. Ne? Nach so beispielsweise nicht. Die bei mir im Becken auch schon immer, wenn man draußen geschneit hat oder mal die Sonne schien, dass die auch schon immer zickig war. Ne? So wie auch bei Fischen so einige gibt, wo man sagt, der ist immer so ein Wackeldackel. Philippinendoktor ist so ein Thema, Weißgeldoktor. Ja. Ne? Also da würde ich hingehen und sagen, aber bevor ich dann die Korallen einsetze, sollte ich 1-2 Tage, also 1 ist eigentlich zu wenig, 2 bis 3 Tage vorher würde ich anfangen, N und P zu dosieren. Also Nitrat und Phosphat als Begriff, Stickstoff und Nährstoff gemeint. Wobei wir jetzt auch wieder auf die Problematik kommen, wie dosiere ich das? Wie gehe ich jetzt im Endeffekt hin und habe meinen Nachweis? Und genau da ist jetzt Nachweis, zum Beispiel... Nachweis wirst du gar keinen bekommen. Das ist es. Da wirst du keinen bekommen, aber der ist ja, habe ich auch wieder gelernt von einem bekannten Meeresbiologen, da sprechen wir von einer sogenannten Erhaltungsdosierung. Es geht darum, was bereitzustellen. Und das ist das, was... Es geht nicht darum, dass der Aquarianer jetzt sagt, ich habe mir von Salifert oder Red Sea oder woanders oder einen Test geholt, einen Hanna Checker oder so, oh Nitrat, ich habe 5 reingetan. Wenn der mit einer Dosierung 5 reintut, dann hat er schon weit übers Ziel hinausgeschossen. Ja. Na, es soll ja so sein, dass man den Korallen das zur Verfügung stellt. Jetzt kommen ja unsere Korallen. Das ist ja nicht so, wenn die in nährstoffarmes Wasser reinkommen, dass die nächsten Tag sagen, und tschüss, hier sind keine Nährstoffe drin. Noch nicht, nein. Die zeigt mir das eigentlich... Ist für den Einsteiger natürlich schwierig, weil er noch nicht genau sehen kann. Aber er hat ja die Koralle beim Händler gesehen. Mhm. Also wenn ich eine Pilzlederkoralle gesehen habe, eine Saccophyton, und die hat Wuschelkorb mit ihren Polypen. Und ich kaufe die, weil der Händler mir sagt, Mensch, die ist robust, die kannst du auch einsetzen. Und die macht am zweiten, dritten, vierten Tag immer noch nicht auf. Dann kann der Standort durchaus nicht der richtige sein. Standort, könnte aber auch sein, dass ich dann eventuell mal meine Nährstoffe ein bisschen höher dosieren muss. Aber da muss man sich dann eben rantasten. Vorsichtig, genau. Vorsichtig, genau. Also nicht jetzt verdoppeln. Und das Gleiche gilt dann für den Phosphat. Und später, wenn dann die Fische einziehen, aber nicht mit den ersten 2 Clownfischen, wenn dann immer mehr Fische einziehen, wird ja der Stickstoff sowieso dann nochmal über die Fische eingetragen. Genau. Ne, aber man sollte schon, und es gibt ja diese
ich sag dir mal pauschal, die ist ja im Umlauf, diese 100-zu-1-Regel, so, ja, so ein bisschen, hat Redfield gar nichts mit zu tun, aber Toms Korallen schreibt das, ich habe einen Korallenzüchter, der schreibt das, ich sag das auch mittlerweile, schon seit ein paar Jahren. Ich mache da auch sehr gut Erfahrung. Also 100-zu-1, sprich, wenn ich jetzt 007 Phosphat messe, dann sollte mein Nitrat ungefähr 7 sein, 7 Milligramm. Das ist aber nur, wirklich nur, wie sagt man? Grober Anhalt. Ja, eine Krücke wieder. Ja, ja. Ne, also das heißt nicht, weil dann habe ich zumindest auch ein Nährstoffverhältnis, wo ich selber festgestellt habe, dass auch, selbst wenn am Anfang des Jahres kommen, als Erstbesiedler, die mit Sicherheit mal kommen, dann habe ich aber auch eine Krücke, wo ich sagen kann, ja, mein Phosphat ist 007, aber mein Nitrat ist 0. Dann könnte man sagen, ich gucke mal, dass ich mein Nitrat etwas höher anhebe und mein Phosphat etwas weniger mache. Ne, aber das sind alles Sachen, die kann man ja dann, da gibt es ja Leute, da gibt es Foren, da kann man da diskutieren, man kann uns anrufen oder so oder direkt fragen. Aber also sprich, der Weg ist eigentlich am Anfang, dosieren wir nach Möglichkeit, wie du sagtest, halt diese Erhaltungsladung, sage ich jetzt die mal. Die steht auch immer, egal welcher Hersteller es ist, ob das jetzt Mutzek ist, Stickstoff plus, Nährstoff plus, ob das AT ist, die haben einen Computer, einen Umrechner, einen Kalkulator. Ja, das, ob das der Jörg Kokott ist, der hat seinen Rechner, der kann man sich eine Excel-Tabelle runterladen. Und auf der Flasche steht aber auch immer drin, wenn du das alles ignorieren willst, irgendwelche Empfehlungen, steht da immer drin, maximal 0,5 Milliliter pro 100 Liter. Und wenn das nach einer Woche nicht gut ist, merke, das ist zu wenig, dann muss ich den Mut haben, das ist auch kein großer Mut, das ist kein von der Klippe springen, dann nehme ich diese Zahl und erhöhe die mal um 50%, um zu sehen, ob von meinen Korallen ein Feedback kommt. Genau. Na, und das muss man, da muss man sich rantasten. Das ist aber kein EPO-spezifisches Problem. Das habe ich grundsätzlich in allen Becken, die ich starte. Da muss jeder ausloten, wie sind meine Nährstoffe, wie pendeln die sich ich ein. Denke aber mal, die meisten werden am Anfang das Problem haben, dass die halt versuchen, auf diesen Wert zu kommen. Ja, ist schwierig. Das funktioniert ja mit, ich sag's mal, mit den entsprechenden Stoffen, die wir heutzutage einsetzen, also sprich N und P, am Anfang erstmal nicht. Wenn dann im Laufe das Becken sich dann aufbaut und ich dann mehr Korallen reinsetze, mehr Fische reinsetze und dann dementsprechend der Eintrag da ist, dann gehen meine Werte langsam aber sicher nach oben. Also solange das Aquarium umsetzt durch poröses Material, innen und außen Bakterienfilme, selbst am Glas sitzen Bakterien, wenn ich einen Bodengrund drin habe, bis der komplett durchgezogen ist mit Bakterien, bis der richtig aktiv ist. Und die alle partizipieren letztendlich von dem, was ich ins Wasser reinkippe oder was im Wasser drin ist. Das heißt, sie werden alle ziehen, weil sie Nährstoff und Stickstoff brauchen und dann auch Spurenelemente. Ich weiß jetzt nicht, was Bakterie, die Bakterie, was die jetzt an Kalium rauszieht. Das war, so weit reicht mein Wissen nicht. Aber es gibt mit Sicherheit ganz viele Bereiche, wo alle dran zerren, weil sie alle angewiesen sind auf verschiedene Stoffe. Und gerade Nährstoff, Stickstoff können wir als elementar bezeichnen, genau wie Kalk. Wir sind im alkalischen Bereich. Das heißt also, wenn ich Carbonat hätte von 4 habe und Kalzium von 300, dann nützt mir auch kein viel Nährstoff und Stickstoff. Das ist ganz klar. Also das gehört ja dazu. Aber viel weniger Gedanken machen, ja, dann geht der Wert mal auf 007 im Phosphatbereich. Wenn ich den dann da stabil halten kann und Nitrat geht auch in die Richtung, dass ich 2, 3, 4, 5, 6 habe, dann habe ich erstmal ein gesundes Verhältnis, in der Waage, bei diesem 100-zu-1, oder beziehungsweise ich kann beides nachweisen. Aber das ist beim EPO-Reef und ich glaube in vielen nährstoffarmen Becken in den ersten 6 Wochen fast nicht möglich. Ist es auch nicht. Da muss man sich wirklich darauf verlassen, dass man sagt, der Einsteiger sagt, ich habe die Koralle beim Händler gesehen, die sehen alle drei nicht gut aus. Also kann man noch ein bisschen weiter nach Fehlern suchen, ne? Also wenn sie direkt unterm Licht geknallt worden sind oder haben direkt dann Strömung ins Gesicht. Da muss ein bisschen, sagt man, Selbstverantwortung des Kunden, des Aquarianers, muss sich halt auch ein bisschen weiter belesen und informieren. Aber dann könnte man auch unterstellen, naja, vielleicht ist die Nährstoffdosierung wirklich noch zu gering, gib doch einfach mal 10 oder 20% mehr, steigert sich dran, aber nicht dann viel hilft viel, nach dem Motto, das wird nicht funktionieren. Ne? Das gibt dann den Fehler, den habe ich ja zweimal gemacht. Ja. Aber ich habe ihn wieder ausbügeln können und meine Korallen haben es mir Gott sei Dank nicht krumm genommen. Aber das ist, glaube ich, so, dass das Grobe, was wir auf dem Produktinfo haben, ist viel ausführlicher jetzt geworden. Die Zeit ist schon wieder gerannt. Ja, ich denke mal, das wird wieder ein Dreiteiler. Müssen wir mal gucken. Ja. Ist aber schade, ne? Aber ist ja natürlich auch viel. Es ist viel Input. Ja, aber ich versuche das kurz zu halten, versuche schnell zu reden, viel zu reden. Aber das ist natürlich, ich könnte jetzt ein Buch drüber schreiben. Ne? Und wie gesagt, ich muss auch dazu sagen, ich bin auch kein studierter Biologe oder irgendwas. Ich bin auch Autodidakt. Ich habe mich daran gewagt, irgendwann durch Erfahrung vor 30 Jahren. Die Dekoration machen wir ja schon seit 2003, da haben wir uns, glaube ich, schon einen Namen gemacht. Ich kenne schon viele Zusammenhänge und ich kann auch Becken lesen, ohne Wasserwerte zu sehen. Also das Grobe kann ich lesen. Reingucken, wie stehen die Korallen. Wir versuchen uns da auch ranzutasten. Und 30 Jahre Meerwasseraquaristik ist aber kein Selbstläufer für, ja, ich habe Erfahrung, hätte ich doch wissen müssen. Nein, wir haben Leute, die haben wirklich sehr viel Erfahrung gemacht. Die haben das mit den Nährstoffen total unterschätzt. Obwohl ich gesagt habe, Vorsicht, ja, ich habe das im Griff.
Und wir haben Einsteiger, die sind da so akribisch rangegangen, die hatten überhaupt keine Probleme. Es ist also, zieht sich also wirklich durch alle Herangehensweisen durch. Ne? Und wie gesagt, wir versuchen halt, und das ist jetzt der nächste Schub, bleiben wir jetzt bei dem Neuen, weil das wird, haben wir ja eben gesagt, das Neue wird ja jetzt kommen. Und dann, die Steine stehen ja da oben schon so ein bisschen provozieren, da wird es auch was für Riffäste geben. Und ich werde das mache ich noch abschließend, mein Schaubecken auch auseinanderbauen. Mhm. Ne, das habe ich ja schon angekündigt hier und da. Weil nicht, weil das alte Epo-Riff drin ist, das Becken funktioniert eigentlich gut, sondern weil ich mich mit den Closed-Loop-Systemen, so wie ich es aufgebaut habe, bin ich nicht zufrieden. Closed-Loop mag eine Berechtigung haben, aber so wie ich es da aufgebaut habe, nicht. Dann habe ich ein sandloses Becken, dann habe ich ich habe das Becken selbst zusammengeklebt, 3000 Liter Becken, und habe aber, dann wollte ich keine Kämme haben, sondern ich habe oben am Wasserrand Lochbogen gemacht, die aber leider viel zu hoch ausgefallen sind. Das heißt, ich kriege in meinem Aquarium maximal nur 1 bis 1,5 Mal das Aquarium komplett pro Stunde ins Filterbecken rein. Okay, das ist was wenig. Ja. So, wenn du ein sandloses Becken hast, genau, ist ein bisschen wenig und du hast wenig Möglichkeiten, das könnte man ja ganz grob umbauen. Und im Schaubecken sind eigentlich die ersten, allerersten Prototypen, die ich in meiner Werkstatt für mich ganz alleine geknetet habe. Und diese Steine, die da drin sind, die gibt es nirgendwo zu kaufen. Okay. Und es gab schon mal Kunden, die gesagt haben, ja, die Brücke finde ich, den hätte ich ja, ich sage, die haben wir. Das ist doof, weil ich bringe dieses Beispiel, wenn du nach Ford gehst, willst du ja in der Regel einen Fiesta oder irgendwas anderes kaufen und keinen Opel Adam. Und wenn er sagt, wir haben das nicht, haben wir nicht, haben wir nicht, dann sagst du, ich bin doch hier bei Ford. Ja, also bitte. Deshalb, da soll dann auch Produkte vom jetzt aktuellen Epo-Reef rein. Mhm. Ne? Und Lampen umstellen wollen wir auch mal machen. Wir wollen dann die Hybridlampen abbauen, wollen mal auf LED-Technik gehen. Okay. Mein erstes LED-Becken und ja, vielleicht auch wieder ein Mischbecken mit, mal gucken, die Leute sollen sich überraschen lassen. Aber spektakuläre Deko, das kann ich da schon mal ansprechen. Ja, definitiv. Also das weil da wird sehr viel, ich würde sogar sagen 90% nur mit Riffästen gemacht, mit unseren neuen Riffästen, die dann bald kommen. Und wir planen. Ich habe es schon im Ansatz gesehen, also es ist definitiv eine richtig geile. Ist also ein Plug-and-Play-System, aber da gehen wir noch weiter drauf. Ich will das, finde ich mal da blöd, machen wir dann nochmal einen separaten Teil. Wir hinken ja schon seit Oktober hinterher. Es wird kommen jetzt im Ende Juni, Anfang Juli. Hm. Und wie gesagt, wir sind ja schon in der Produktion. Und wenn da Fragen zu sind, wie gesagt, dann bei dir wird ja gefragt, ne? Uns kann man auch kontaktieren. Genau. Ansonsten. Atoll Riffdeko einfach im Netz eingeben, da kommt er dann dementsprechend auf die Seite, da steht auch die Telefonnummer drunter. Einfach anrufen, wenn Fragen sind. Dann ist ja schon wieder viel länger geworden, als wir wollten. Ja, das ist nun mal so, wenn man die Zeit rennt. Ja, schönen Dank erstmal fürs Interesse und schön auch, dass du hier warst, dass du die Zeit genommen hast. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Und wenn Fragen sind, du leitest weiter oder die Leute können uns kontaktieren und so. Ne? Bei ATI kann man natürlich auch anrufen, ist ja unser Vertriebspartner. Mhm. Aber ATI hat natürlich eine riesen Firma und ganz viele Bereiche, Lampen, also Elektronik, Labor. Und ist natürlich für die Laborleute auch immer schwierig, wenn die Leute da anrufen wollen, irgendwas vom Epo-Reef wissen. Deshalb haben wir gesagt, wir machen den Support bei uns. Das kommt dann auf uns zurück. Also in dem Fall, wenn Fragen am zum Epo-Reef sind, immer direkt bei uns, Atoll Riffdeko. Deshalb steht ja auch die Telefonnummer drunter. Und dann, wie gesagt, also bis jetzt haben wir noch, wenn ein Problembecken da war, offensichtlich haben wir jede Kuh vom Eis geholt. Mhm. Weil wir natürlich durch das Feedback der Kunden, was wirklich toll ist, weil die Leute sagen, erzählen uns was. Und wir machen, wie gesagt, wissenschaftlich hat das keine Qualität, aber wir machen schon so ein Monitoring. Mhm. Das, was du mir so aus dem Nähkästchen plauderst, dann registriere ich ab, mache mir Notizen und so weiß ich natürlich genau, wie jedes Epo-Reef-Becken eigentlich ticken sollte. Und wenn da mal was rausgeht, was atypisch ist für Epo-Reef, dann weiß ich so, okay, Alarmglocken, was ist da passiert? Warum kann man viel besser helfen. Ja. Das ist für uns hier immer leichter, wir sprachen eben von 20.000 Kilo, lass das jetzt mal, ein Set hat 10 Kilo, 100 Leute, ne, sind 1.000 Kilo, dann werden ja 1.000 Aquarien bei einer Tonne oder 2.000, das rechnet sich ja nach oben ohne Ende, aber die Informationen, die kommen, die addieren sich natürlich. Und dann, also diese Erfahrung kann kein anderer haben, außer wir. Richtig. Ne, nicht über das allgemeine Thema Aquaristik, ne, da will ich um Gottes Willen, ne, aber wenn es um das Epo-Reef speziell geht, wenn man das Gefühl hat, ist es ein spezifisches Problem, was nur durch das Epo-Reef ist, und die Fragen kommen immer, und die werden in der Regel, dadurch, dass wir eine gesponserte ICP versenden an den Kunden, wo wir dann sagen, pass auf, wir teilen uns den Schaden, du die Hälfte, ich die Hälfte, lass doch mal dein Wasser analysieren. Und wenn er die ICP bekommt, dann ist bei vielen das ganz große O. Und dann sind oft auch Fehler drin, die dann zu Erstaunen führen, weil die normalen Tröpfchentests zu Hause oder das ganze Umfassende gar nicht so zeigen. Ja. Das sind in der Regel nie Probleme, die irgendwie speziell Epo-Reef-Auslöser sind. Ne? Aber wie gesagt, es ist sehr fragil. Die Leute müssen am Ball bleiben, müssen sich mit dem Nährstoffhaushalt auseinandersetzen, aber nie mit Panik und vor allem nicht mit Ungeduld. Passt sowieso nicht zum Hobby, Ungeduld. Ne? Also bis jetzt sind alle Becken. Und wir werden, glaube ich, jetzt in den nächsten 2-3 Monaten kommen durch den Jonas Stratmann, JS Aquaristik. Ja.
Aqua, der hat ja einen neuen Videokanal, der hat ja auch schon seit Jahren jetzt unser Epo-Rief. Blende ich euch auch nochmal eben genau. Kurz ein. Und der hat jetzt auch nochmal eine Kundin, die hat vor, glaube ich, einem Jahr, anderthalb Jahren umgebaut bei uns, auch im laufenden System, wie du das gemacht hast. Mhm. Und da ist er nächste Woche, im nächsten Monat, also auch im Juni, und dann macht er mein Becken von. Ich hatte da mal ein paar Fransen gesehen vor ein paar Monaten, da sah das schon richtig scharf aus, das Becken. Also es steht auch, weil auch einige sagen, die Probleme beim Epo-Rief kommen, wenn es länger läuft, das sehe ich nicht so, im Gegenteil. Die Becken werden immer besser, je länger sie laufen. Definitiv, kann ich so bestätigen. Weil wir dieses Old-Tank-Syndrom, Depots bilden, eigentlich gar nicht bei uns vermuten und gar nicht nachweisen können, messen können. Was aber passiert ist eben, deshalb gehen wir an die Porosität, wenn sie natürlich sehr viel im Gestein auch ablagert, auch da in den Poren sitzt Mulm, Dreck, das ist ja auch Phosphat. Das ist dann was anderes, genau. Ja, das ist eine andere Sache. Ne? Ist ja. Ja genau, wenn ich sage, das Gestein ist ja gar nicht porös, nein, weil keine Löcher drin sind. Der Laie würde jetzt sagen, das ist, sind ja gar keine Löcher. Welche Porosität ist gemeint? Die Struktur des Gesteins selber, ne, also ist durch Diffusion möglich, in den Stein Wasser reinzutreiben. Und ne, oder, genau. Ist es so, dass ich nur Löcher habe, wo ich durch. Das ist ein großer Unterschied. Ne, deshalb ist Porosität nicht immer so. Ja. Gut, ich würde sagen, ich mache Schluss, damit wir hier Feierabend kriegen. Sonst ja, wir haben schon einiges. Ich gucke gerade eben mal auf den Wecker. Es sind jetzt insgesamt der zweite Teil, der eigentlich ein zweiter Teil werden sollte, 40 Minuten. Ja, dann macht er machen wir einen dritten Teil insgesamt. Zwei 20-Minuten-Teile. Genau. Auf der Liste einen Cut machen, wo es passt einigermaßen. Genau. Und dann, aber wie gesagt, andere Leute, die viel zu erzählen haben und auch müssen, die machen noch längere Teile und Dings. Da müssen wir halt mal, einfach durch. Das war zu viel zu erklären, viel auch Menge. Aber ich denke mal, wir haben einige Fragen hier geklärt, die wichtig waren. Ja, und wie gesagt, wenn noch irgendwo Probleme sind, ruft ihr an, setzt euch mit dem Norbert in Verbindung. Genau. Hier wird euch geholfen. Ja. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr diese Videos hier gesehen habt. Bis zum nächsten Mal, euer Norbert und Daniel. Ciao. Tschüss zusammen.